Neu, groß, grün, 100 Jahre Architekturmoderne im Berliner Südwesten. Die Ausstellung. 2020 ist ein ganz besonderes Jahr für Berlin. Und damit meine ich nicht das kleine Ekel, was uns seit Anfang des Jahres in Atem hält. Nein, Großberlin feiert dieses Jahr seinen 100. Geburtstag. Zu diesem Anlass wurde ein berlinweites Kooperationsprogramm ins Leben gerufen. Unter dem Titel Großes B, 13 mal Stadt, würdigen das Stadtmuseum Berlin und die 12 Bezirke dieses tolle Jubiläum. Damit wären wir beim Titel angelangt. Neu, groß, grün, 100 Jahre Architekturmoderne im Berliner Südwesten, so heißt die Ausstellung vom Bezirk Steglitz-Zehlendorf, die vom Team Best Projekte für Baukultur und Stadt kuratiert wurde. Besichtigen kann man sie noch bis zum 28. Juni 2020 im Gutshaus Steglitz und der Schwarzschen Villa. Fangen wir mit meinem Besuch im Gutshaus an. Aufgrund seiner auffälligen Farbe ist es leicht zu finden. In der Ausstellung hat man überhaupt keine Orientierungsprobleme. Das liegt zum einen an der überschaubaren Größe der Ausstellung. Aufgeteilt ist sie auf 5 Räume. Da wir uns in einem ehemaligen Wohnhaus befinden, sind die Räumlichkeiten eher klein gehalten. Zum anderen, weil es visuell gut dargestellt ist. Den Schlüsselbegriffen neu, groß, grün, Gemeinschaft, Arbeit, bewegt sind jeweils 2 Orte zugeteilt. In der Ausstellung sieht man sofort, welche Tafeln und Exponate welchem Thema angehören. Übrigens ist Grün mein Liebling, da hier die Natur und der Sport mit dem Fischtalpark und dem Stadion Lichterfelde vereint sind. Die Texte auf den Tafeln sind groß, gut leserlich und verständlich geschrieben. Neben grundlegenden Angaben zum Thema erhält man meist auch Details zur Geschichte des Ortes. Die Aufteilung der Räume ist gut gewählt. Im ersten Raum leuchten einem die Farben Blau, Rot und Grün entgegen, die für Neu, Groß und Grün aus dem Ausstellungstitel stehen. Dort hängt auch eine Karte aus, auf der alles verortet ist, was in der Ausstellung vorgestellt wird. Der zweite große Raum erstrahlt in den Farben Orange, Lila und Gelb und geht auf die Punkte Gemeinschaft, Arbeit, bewegt ein. Zum Abschluss erhält man auch noch einen ganz besonderen Einblick ins Gutshaus. Denn wegen, oder in diesem Fall vielleicht doch eher dank Corona, führt der Ausgang durch den sonst verschlossenen Turmbau des Hauses. Ich kann Ihnen den Besuch des Gutshauses sehr empfehlen. Die Ausstellung ist wirklich informativ, interessant und vor allem visuell gut konzipiert. Zudem befindet sie sich in einem Ambiente, was allein schon einen Besuch wert ist. Nur wenige hundert Meter vom Gutshaus entfernt befindet sich die ehemalige Bankiersvilla Schwarz, die seit 1995 als Kulturort genutzt wird. Hier kann man in Interviews und Filmsequenzen mit Akteuren, Architekten und Anwohnern der betrachteten Bauwerke reinhören bzw. schauen. Es geht um das Zusammenspiel der Menschen und der modernen Architektur. Wie haben die Menschen damals in und mit den neuen Gebäuden gelebt? Wie wurde der Bau realisiert? Was gab es für Probleme während der Arbeiten? Man erhält also einen noch etwas anderen Blick auf die Entwicklung Großberlins. Zudem sind hier die 3 Publikationen ausgelegt, die aus Anlass der Ausstellung herausgegeben wurden. Neu, groß, grün, 100 Jahre Architekturmoderne im Berliner Südwesten, neues Wohnen, innovative Wohnformen der 20er Jahre und neues Bauen im Berliner Südwesten, Großberlin und die Folgen für Steglitz-Zehlendorf. Für mich persönlich war dieser Teil der Ausstellung etwas weniger reizvoll, was aber auch an der Spezifisierung des Themas lag. Dies schießt dann doch etwas über mein Interessensgebiet hinaus. Für diejenigen unter Ihnen, die aber sehr gern noch mehr Einblicke zum Thema haben möchten, ist auch die Schwarzsche Villa absolut empfehlenswert. Die Ausstellung können Sie noch bis zum 28. Juni im Gutshaus Steglitz, Schloßstraße 48 und in der Schwarzschen Villa, Grunewaldstraße 55, besichtigen. Zudem lohnt sich ein Besuch der anderen Ausstellungen im Stadtmuseum und den Bezirken. Teilweise öffnen diese aber erst im Sommer. Ebenfalls ist zum 100-jährigen Jubiläum der Entstehung Großberlins mit Metropole Berlin, Traum und Realität 1920-2020 ein informativer, wertvoller geschichtlicher Überblick der Historiker Andreas Ludwig und Gernot Schaulinski bei der Landeszentrale für politische Bildung erschienen. Wir haben einige kostenfreie Exemplare vorrätig, die Sie sich gerne bei uns abholen können.